Ja, wir befinden uns heute hier auf der Fahrt nach Aue im sogenannten Stresstest. Das bedeutet, dass wir unter realen Fahrplanbedingungen gestern und heute bereits Fahrten nach Aue durchführen mit allen Fahrzeugen, die zukünftig hier auf der Strecke verkehren. Die Einweisungsfahrten finden jetzt bereits seit 16.12. durch die Citybahn statt und werden bis zum 28.01. fortgeführt. Insgesamt werden ca. 100 Lokführer, Triebfahrzeugführer geschult, wurden ausgebildet und sind jetzt dreimal täglich und dreimal tags auf Testfahrten hier unterwegs. Am 29. wird dann die offizielle Eröffnung sein mit dem Regelbetrieb einschließlich der Fahrgäste. Für das Chemnitzer Modell Ausbaustufe 2 wurden insgesamt 12 Fahrzeuge angeschafft. Dafür werden 9 bis 10 Fahrzeuge im Regelbetrieb zur Verfügung stehen. 2 bleiben auf Reserve und das ganze Programm wurde durch EFRE im Wert von 31,7 Millionen Euro gefördert. Aber dieser Zug endet hier. Wir bitten Sie alle auszusteigen.